Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier die Kategorie LKW hier, den ZIL 5301 hier vorstellen. Einmal haben wir den hier, na, schaltet es jetzt um oder nicht? Ja, jetzt schaltet es um. Also als Britsche, wie wir ja sehen, kostet hier 6.800 Euro der Anschaffung und 346 Euro Leasing. Ja, 90 km/h soll er schnell sein und wir haben hier ein Tankvolumen von 125 Liter und eine Leistung hier von 105 PS, entsprechend hier 77 kW. Wir können hier noch das Design ändern, dann haben wir hier hinten eine Plane drauf oder wieder Standard Motorausführung. Ja, können wir auch ein bisschen was machen, dann haben wir hier 150 PS, entsprechend hier 110 kW. Ich habe jetzt ja schon mal in die beiden Varianten gekauft und als nächstes hier haben wir den gleichen noch einmal, wie wir sehen hier mit dem Spoiler und hier hinten mit also Zusatzscheinwerfer, ja, kostet hier auch hier 6.800 Euro und 346 Leasing, 90 km/h soll das schnell sein, 125 Liter Tank und wir haben eine Leistung hier von 105 PS, entsprechend hier 77 kW. Wir können hier auch die Motorausführung ändern, haben wir 150 PS, entsprechend hier 110 kW. So, habe jetzt hier entsprechend gekauft und schon mal rumprobiert. Ja, ja, das Modell hat hier Simple IC, das finde ich ganz cool. Wenn wir hier so rangehen, können wir hier die Türe schließen. Wie wir sehen, ist hier die Animation da. Und hier, ja, bevor wir das Loch hier zumachen, ja, haben wir hier Kollision. Wie wir sehen, wir können hier nicht also hin und her. Wir können hier auch also Spanngurte auch anbringen dann. Das sieht man nachher jetzt hier so in dem Punkt so her. Dann könnten wir Spanngurte anbringen. So, sehen wir jetzt hier. Da gehen wir mal raus wieder. Und machen hier wieder zu. So, dann können wir noch hier Lampen anschalten. Und jetzt machen wir erstmal hier die... Wieder hier, weil dunkel, dass man das hier besser sehen. Da können wir jetzt bei mir hingehen. Hier die Scheinwerfer einschalten und ja, na, gehen wir jetzt mal so her, muss wieder den Punkt finden, wenn ich jetzt so schnell bin. So, dann machen wir gleich hier mit dem guten Stück hier unser Lichttest natürlich. So, als erstes gehen wir natürlich in die Innensicht rein, das sehen wir jetzt hier, ja, starten wir mal. Sehen wir jetzt hier, wir können hier innen drin einige Sachen machen. Also hier können wir mal das Licht schon mal einschalten. Hier hinten das Licht, sehen wir jetzt hier. Jetzt ist es aus wieder. Gehen wir hier nochmal hier vorne in die Ansicht, haben wir hier so einen Nebelscheinwerfer. Die haben wir jetzt da aus. Dann können wir hier die Tür auf und zu machen. So, und jetzt denke ich mal, fahren wir mal vor, dass wir unser Lichttest fortführen können. So, Rundfahrlicht haben wir, Bremslicht auf, das normale Licht. So, haben wir einmal geschalten, zweimal, dreimal, viermal. Einmal hier mit Numbit 5, Numbit 6. So. Jetzt mal unsere Blinker natürlich noch. Dann sehen wir jetzt hier. Ja. Die Pedale, ja, es ist so empfindlich. Oder schon so alt. So. Gehen wir natürlich in die Innensicht nochmal rein. Da sehen wir jetzt hier die Kontrolllampen. Das Lenkrad ein bisschen anders immer drehen, dass es besser geht. So, das ist normal. Hier die Armatur. Sehen wir hier auch schon animiert ist. So, das war jetzt der einmal der. Dann gehen wir jetzt gleich noch zum anderen hin. Dann nehmen wir am besten mal hier den. So, das gleiche hier noch einmal. Starten wir. Jetzt haben wir jetzt Armaturen hier animiert. Jetzt haben wir jetzt hier die Blinkerkontrolllampen. So, das ist nochmal Licht. Dann können wir hier auch nochmal hier das Licht entschalten. Also hier die Innenraumbeleuchtung. Und dann hier vorne unseren Nebler natürlich. Wieder ausschalten das Ganze. Wir haben jetzt hier keinen also Punkt für den Simple IC. Da kommen wir jetzt hier alles dann zumachen erstmal.
Da ist hier oben der Button. Na. So. Kommen auch immer rüber ins Dunkle. So. Ach hey, ich habe hier die Bordwand hinten noch unten. Die müssen wir jetzt erstmal rauf tun. Wir schauen, den Punkt erstmal finden. So, Bordwand. So, jetzt können wir hier unseren Lichttest fortführen. Wie wir sehen, hier die Blinker hier funktionieren. So, einmal das mit dem F schalten. Zweimal, dreimal. Nummer 5, Nummer 6. Und ich würde mal sagen, wir gehen natürlich jetzt hier wieder hier zum Tageswesen, dass wir uns das Ganze natürlich genauer anschauen können. So, machen wir auch noch einen kleinen Speedtest. 90 km/h sollen wir ja schnell werden. Ja, Horn hat er auch. Abgas, Falsch, also Rückfahrbremse geht hier auch. Also, wie es ausschaut, macht er eine Reifenspur oder was? Müssen wir mal genau schauen. Ja, die Plane können wir leider hier nicht wegmachen, aber ich jedenfalls nichts gefunden. Jetzt habe ich gerade mal geschaut auf den Taro. Sowas aber auch. So, Gas geben. Ja, also. Ja, also ich würde mal sagen, 84 km/h habe ich drauf gehabt. Klingt ja wie aus Wind-Tires fast, würde ich mal sagen. So, wir haben die Innensicht rein. Da sehen wir jetzt, dass die Spiegel hier sind mit Funktion. Ui. Oh, läuft auch schön aus ein bisschen. Also bremst nicht zu schnell runter. Oh, dann kann ich erstmal die Tür öffnen. Boom. Boom. Ja. So, dann machen wir erstmal hier wieder alles auf oder zu. So, da kommen wir, sehen wir jetzt hier, Bordwand geht so ja auf und runter. So, machen wir am besten zu. Sieht nicht so schön aus, finde ich, wenn die Bordwand da unten ist und wir können die Plane wegmachen. Ich würde mich freuen, wenn bei diesem Mod natürlich hier die Lane wir auch ausblenden könnten, zum Beispiel. So, ja, so haben wir jetzt da. So, also sehen wir jetzt hier mit die Spanngurte, es geht ganz gut. Ich habe mal so mühevoll 3 Balletten raufgetan. Motor, ja, können wir jetzt auch nochmal reinschauen, ob der überhaupt hier eine Animation hat. Da haben wir keine Animation, schade. So, das sehen wir hier also gleich mal, was hier mit denen auf sich hat. Also hier ist die Innenraumbeleuchtung. Ah ja, das ist hinten, genau. So war das gewesen. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich hier auch nicht zu sehen, wie wir sehen. Ich sollte mal den Motor starten. Und wieder mit Kontrolllampen. Ja. Eigentlich ist nichts anders bei dem Mod, außer dass er hinten hier 2 Luken hat, so also wie ein Kühlwagen auf der Richtung funktionieren würde. Ja, die Spanngurte, wie wir ja gesehen haben, hat er ja auch. Ja, ich bin mal gespannt, jetzt ist er natürlich auf den Lok, weil ich habe die Batterie auf jeden Fall angeschaut. So. Da
Also jedenfalls das Modell finde ich ist auch gar nicht so schlecht. Ein bisschen von der, also vom Modellieren wirkt das hier so ein bisschen faltig. Das ist so ein bisschen komisch so her. Wenn das wäre, würde ich dir sagen, das ist 1A. Entschuldigung. Ja, und wie wir sehen, wir haben hier Warning in der XML drin. Kann aber nicht gar nicht sagen, was das ist, weil hat irgendwas mit einer Animation zu tun, gehe ich mal davon aus. Ja, keine Ahnung, ob die jetzt schlimm ist oder was, das war nicht. Das hat irgendwas auch wegen einer Rotation oder was zu tun, gehe ich mal davon aus. Dann müsste ich das mal übersetzen mit Google und dann kann man sich dann mehr sagen, wenn man sich das also beschäftigen möchte, um dieses Warning zu beheben. Ja, wenn dir natürlich das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du reinschaust wieder. Ich sage mir Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.